habe letzte Woche ein Häkel-Tutorial für diese Strümpfe hochgeladen. Und daraufhin hat mich ein Persönchen gefragt, ob ich das nicht genauer erklären kann. Kann ich. Okay, wir brauchen dicke Wolle für den Bund und mit der häkeln wir erstmal so viele Luftmaschen, wie breit unser Bein ist. Bei mir sind das 36, aber mach so viele, wie du brauchst. Hauptsache, wir kommen auf eine gerade Zahl. Dann verbinden wir das Ende mit dem Anfang, häkeln drei Luftmaschen und machen ein halbes doppeltes Stäbchen in die übernächste Masche. Wer nicht weiß, was ein halbes doppeltes Stäbchen ist, das ist, wenn man den Faden so einmal um die Nadel macht, dann in die Masche geht, den Faden durchzieht und dann praktisch durch alle Maschen durchzieht. Dann häkeln wir eine Luftmasche und dann wieder ein halbes doppeltes Stäbchen in die übernächste Masche von der vorherigen Reihe, dann wieder eine Luftmasche, halbes doppeltes Stäbchen, Luftmasche, halbes doppeltes Stäbchen und so weiter. Okay, Zeit läuft mir davon. Im nächsten Video siehst du, wie es weitergeht.